Okay, siehst du, jetzt klärt sich das auf. Ach komm. So, dann können wir ja weitergehen. Ja, können wir, aber ich gehe erstmal speichern. Okay. Gibt's hier irgendwas noch? Nein. Okay, wir haben dann alles geholt, wenn ich jetzt überlege. Ja, wir haben alles geholt. Der Eingang ist da vorne, es ist nicht mal weit. Endlich, los, gehen wir. Schwarzes Loch? Nein, weißes Loch. Siehst du die Wirbelzone? Das ist der Eingang zum Heiligen Land. Was habe ich da mir nur eingebrockt? Also dann, lass uns hindurchgehen. Okay. Ist klar, dass diese Hunde dabei sind. Labor Golden War. Entschuldigen Sie, aber Meister Bruno möchte Sie in seinem Büro sehen. Außerdem möchte er, dass Sie alle drei Kristallsteine vorbereiten. Vivian? Gewiss, ich habe verstanden. War es nicht der Verräter da, also dieser Spion? Vivian? Was möchtet ihr, Bruno? Ach, da bist du ja, Merville. Ist Bluger heute gar nicht bei dir? What? Nein. Er hat sich auf die Jagd nach dem Amulett gemacht, oder? Was? Woher wisst ihr das? Hast du wirklich geglaubt? Ich hatte nicht mitgekriegt, dass ihr mir die Existenz des Amulets heimlich durch mich hintergeht. Wir hätten wohl vorsichtiger sein müssen. Aber da ihr jetzt im Bilde seid, kann ich es genauso gut auch offen sprechen. Gebt Laris auf. Niemand kann Laris kontrollieren. Er ist zu mächtig. Er ist ein Dämon der Zerstörung. Herrlich. Genau aus diesem Grund ist er ja auch den ganzen Aufwand wert. Die Kristallsteine werden mir doch die Macht geben, ihn zu kontrollieren, oder? So heißt es in den Legenden, aber es sind noch immer nur eben nur Legenden. Und mit dem Amulett kann ich Laris wahre Macht entfesseln? Oh nein, ihr kennt sogar die Beschwörungsformel? Für wen hältst du mich? Natürlich kenne ich sie in Merville. All deine Pläne, all deine Informationen, ich weiß alles. Ihr werdet Laris niemals kontrollieren können, wenn es so weit geht. Ihr werdet euch ins Verderben stürzen und die ganze Welt mitreißen. Ich habe keine Lust mehr, mit dir zu diskutieren, Merville. Schafft sie fort. Jawohl, Sir. Wie konnte das nur passieren? So kurz vorm Ziel. Kein Sound. Naja, sehen wir mal, was jetzt kommt. Heiliges Land Samoede. Das ist also das heilige Land. Selbst die Luft fühlt sich anders an. Nicht wahr? Ist alles okay mit dir? Ja, ich bin nur ein bisschen nervös. Es ist schon eine Weile her. Dann fange ich jetzt an. Leg das Amulett um. Okay. Es geht los. Okay. Ich hoffe, für die beiden läuft alles nach Plan. Hey, ist Eldan an Bord? Aber antworte mir. Was? Du bist doch der Typ, der... Sag schon, bitte. Und so bitte und so. Jetzt ist nicht nur das Amulett vorbereitet, sondern auch du. Ich bin vorbereitet. Weißt du noch, was ich sagte, als wir den Vertrag schlossen? Ihr sagt, dass ich sowohl das Amulett als auch dich, der es aktiviert hat, bräuchte. Ach ja, ich erinnere mich. Jetzt verlassen wir das heilige Land. Ich spreche einen Zauberspruch und das war's dann. Der Spruch ist ein Gedicht des Schlafes, das Laris wieder versiegeln wird. Okay, dann lass uns gehen. Ja. Gib mir das Amulett. Ich soll es dir geben? Okay, hier ist es. Okay, das Amulett fühlt sich so schwer. El? Weißt du noch, was damals in Basset zu mir gesagt hat? Du sagtest doch, solange wir zuletzt lachen, haben wir gewonnen, richtig? Stimmt. Aber weißt du, selbst wenn ihr das Opferritual vollziehen und Laris wieder in den Ruhestand versetzt wird,
wird niemand was zu lachen haben. Weder du noch Schokolade. Und ich auch nicht. Was soll das heißen? Es tut mir so leid. Hä? Ich kriege die Gänsehautfieber. Mit dem Leben des Opfers. Nun eins mit dem Amulett. Meine Brust ist wie zugeschnürt. Laris, erhöre mein Flehen. Meine Stimme versagt. Mein Flehen. Ah? Warum? Warum kann ich mich nicht... Warum kann ich nicht... L? Oh. Warum kann ich es nicht zu Ende... Ich kann's nicht. Was ist los? Was ist denn jetzt los? Apropos, brich das Opferritual ab. Gib mir das Amulett. Du schon wieder? Beluga. Misch dich nicht ein, es sei denn, du bist lebensmüde. Warte nur ab, jetzt kriegst du die Abkürzung für unsere letzte Begegnung. Was? Okay. Ach, jetzt weiß sie wieder sein Kampfmuster. Komm, schieß eine Rakete ab. Verdammt, er ist schnell. Fick dich. Hier, kriegst du es wieder zurück. Epische Musik. Hier, kriegst du zurück. Immer zum Absender zurück. Oh, scheiße. Hier, kriegst du zurück. Ich kann mich erinnern, dass ich am Anfang, als ich das erstmal gegen gekämpft habe, verloren habe, weil ich nicht wusste, wie ich ihn klar machen soll. Übertreibt die Lage. Okay, ich habe zum Glück noch sehr viel Leben. Okay, komm. Hier bin ich. Ach, übertreibt die Lage. Wie hat das mich jetzt getroffen? Ich hätte ihn fast gehabt. Abhauen. Das sieht da komplett aus. Kann ich die Rakete nicht nehmen? Ist klar, wieso kann ich die nicht nehmen? Ich hätte die Chance jetzt nutzen sollen. Ey, wenn ich jetzt noch abkacke, ist eine Schande über mich. Ich darf jetzt nicht sterben. Und hier. Und stirb. Ach, warum stellst du dich mir in den Weg? Jeder, der versucht, LW zu tun, muss erstmal an mir vorbei. Moret. Du kapierst aber echt nichts. Ich bin hier, um dich zu retten. Hä? Habe ich mir doch gedacht, du hast keinen blassen Schimmer. Ey, willst du das alles wirklich noch einmal durchmachen? Das Opferritual benötigt ein Opfer und dieses Opfer besteht aus einem Leben. Anders ausgedrückt, das Opferritual ist ein Ritual, um Laris auf
Kosten deines Lebens zu versiegeln rett. Scheiße. Hä? Ich glaub dir kein Wort. Alles, was Beluga gesagt hat, entspricht der Wahrheit, Red. Es stimmt, ich habe versucht, dir dein Leben zu nehmen. Und es ist das zweite Mal, dass ich dieses Ritual vollziehe. Auch ich habe vor langer Zeit schon einmal dieses Ritual vollzogen. Ich habe meine ältere Schwester geopfert. Seid ihr krank oder was? Ich hatte nur die Wahl zwischen ihr und der Zerstörung der ganzen Welt. Aber nun habe ich einen Weg gefunden, der Laris für immer in Ruhe lassen wird. Und ich brauche dieses Amulett, um zu sehen, ob es funktioniert. El, ich bitte dich, gib mir das Amulett zurück. Er hat seine eigene Schwester geopfert, verdammte Scheiße. Ich kann nicht auf etwas vertrauen, das nur vielleicht funktioniert. Selbst Ben, was würde es für jene bedeuten, die wir in der Vergangenheit opferten? Ja, für deine Schwester vielleicht. Aber... Hier... Nimm das Amulett. Ich bin sowieso nicht in der Lage, das Ritual zu vollziehen. El? Ich bin so müde. Es tut mir so leid. Wenn das so ist, dann erlaubt mir Bruno, dass ich euch von dem Amulett befreie. Bruno, die Kurvas? Wartet. Oder nein? Wie habt ihr denn von Amulett erfahren? Und was habt ihr mit Emerville gemacht? Ich bin mir sicher, sie wird dir alles erzählen. Und zwar in ihrer Kerkerzelle. Machen wir einen Deal. Ihr gebt mir das Amulett und ich lasse euch verlaufen. Ansonsten mache ich diesen Wald Erdboden gleich, um euch zu kriegen. Für mich hört sich das eher nach einer Drohung an. Als nach einem Deal an. Ihr habt 10 Sekunden Zeit, um euch zu entscheiden. Treib da. Beluga, kannst du dich bitte für mich um den Rest kümmern? El? Red, es tut mir so leid. Bitte, entschuldige dich auch bei Schokolade für mich. Ich fürchte nur Bahnhof. Dein Honorar bei Vertragserfüllung, die 1 Milliarde bringe, das alles war nur eine Lüge. Und du Idioten, das. Das weiß ich doch schon seit langem. Das stimmt, uns geht's nicht ums Geld, El. Ich hatte recht, was dich betrifft. Du hast ein gutes Herz. Die Zeit ist abgelaufen. Wie lautet eure Entscheidung? Bitte, ihr müsst jetzt beide gehen. Glaubt ihr, ich würde euch entkommen lassen? Macht die Bruno-Kanone bereit? Ich werde nicht zulassen, dass du ihnen was tust. Soria Salalusa. Okay. Feuer! Ha! Schild, beschützt er sie! In diesen ganzen Qualen kann ich überhaupt nicht sehen. Kannst du mich hören? Beluga? Verlass dich nicht auf deine Augen, folge meiner Stimme. Scheiße. Büro, Golden Rohr. Ist das die einzige, die ihr versetzen konntet? Ja, Gildenmeister, sie wurde völlig erschöpft und ohnmächtig in den Wald gefunden. Na schön, wir werden sie als Köder benutzen, um das Amulett zurückzubekommen. Hihi. Was gibt es da zu lachen, du kleines Girl? Er wird nicht kommen, um mich zu retten. Immerhin habe ich versucht, ihn umzubringen. Das werden wir ja sehen. Du solltest lieber beten, dass du dich da irrst. Denn Lach ist eklig. Rett.